Wir werden heute zwei Webseiten benutzen, um etwas über Directed Acyclic Graphs oder DAGs zu lernen. DAGs sind Modelle, wie verschiedene Variablen untereinander zusammenhängen. Wir schauen uns einmal die Webseite Catalog of Bias an, catalogofbias.org. Wir können das einfachste Beispiel für Confounding anschauen. Und wir haben jetzt da eine Variable, die einerseits die Exposure-Variable beeinflusst, andererseits das Outcome beeinflusst. Also wir haben hier einen Pfeil von Confounder, der zum Exposure führt. Confounder verursacht oder beeinflusst die Variable Exposure und der Confounder verursacht oder beeinflusst das Outcome. Und wenn wir jetzt hier den Zusammenhang zwischen Exposure und Outcome kennenlernen möchten, wird dieser Zusammenhang verfälscht sein durch diese Störvariable, diesen Confounder. Wir können dieses Beispiel nun als DAG im Online-Programm Dagity.net darstellen. Dagity.net, und dann landen wir auf dieser Startseite und wählen da das Online-Programm, wo wir dann ein erstes Beispiel sehen. Wir können hier Modell, neues Modell, eine leere Leinwand produzieren und können jetzt unser Beispiel eingeben. Wählen wir zuerst die Outcome-Variable, wir nennen die jetzt Outcome. Wir können darauf klicken, wir können sie frei verschieben und wir können hier jetzt sagen, das ist unser Outcome. Dann können wir die Exposure-Variable eingeben, draufklicken, als Exposure kennzeichnen und dann geben wir unsere Confounding-Variable ein und wählen jetzt die Richtung der Pfeile, also Confounding verursacht das Exposure. Wir klicken, um diesen Pfeil herzustellen, zuerst auf den Kreis und dann auf den Punkt, wohin der Pfeil zeilen soll, also hier zum Outcome. Und Sie haben jetzt gesehen, dass die Farbe der Pfeile von Schwarz auf Rot gewechselt haben. Das ist eben, um jetzt anzuzeigen, dass die Verbindung von Exposure zu Outcome, also der Zusammenhang von Exposure zu Outcome, durch diesen gebiasten Pfad verfälscht wird. Wir sehen da unten die Farbe Biasing Pass. Also sobald wir eine solche Situation haben, führt nun ein Weg, sogenannter Backdoor Pass, zum Outcome und das verfälscht den Zusammenhang zwischen Exposure und Outcome. Dagity zeigt uns nun oben rechts, dass wenn wir den Effekt von Exposure auf Outcome schätzen wollen, dass wir für ein minimales Set von Variablen kontrollieren oder ajustieren oder geschichtet analysieren müssen. In diesem Fall ist es nur eine Variable, die Variable Confounding. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Doch zuerst können wir den Code für diesen DAG kopieren und in einen Texteditor hineinkopieren. Und später können wir diesen Code wieder nehmen und hier in diesen Modellcodekasten hineinkopieren. Dann auf Update DAG klicken und dann haben wir wieder unseren DAG. So können wir eine Sammlung von DAGs zusammenstellen, die wir dann jeweils wieder schnell zur Hand haben. Im nächsten Beispiel möchten wir mit Daten von der Titanic untersuchen, ob die Haarlänge der Passagiere eine Rolle gespielt hat, ob die Passagiere eher ertrunken sind oder überlebt haben. Also wir erstellen eine Variable ertrunken. Das ist unsere Outcome-Variable. Wir erstellen eine Variable Haarlänge. Das ist unsere Exposure-Variable. Diesen Zusammenhang von hier nach hier möchten wir untersuchen. Der Zusammenhang zwischen Haarlänge und Ertrunkensein ist biologisch sehr klar erklärbar und plausibel. Wir wissen, dass Leute, die ertrinken, sehr stark mit den Armen um sich schlagen. So kann man sie kaum an den Armen in die Rettungsboote ziehen. Personen mit langen Haaren kann man an den Haaren packen und so gut hineinziehen. Personen mit sehr kurzen Haaren kann man kaum an den Haaren ins Rettungsboot ziehen. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, dass dieser Zusammenhang durch das Geschlecht confounded sein könnte, da wir wissen, dass früher es die Regel gab, Frauen und Kinder zuerst in die Rettungsboote. Also es gab einen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und dem Ertrunkensein. Wir klicken hier an, führen den Pfeil nach ertrunken. Und damals gab es noch einen Zusammenhang zwischen dem Geschlecht und der Haarlänge. Jetzt haben wir wieder diese Confounding-Situation, da wir eine dritte Variable haben, die einerseits
Die Haarlänge beeinflusst andererseits das Ertrunkensein, beeinflusst. Das Programm schlägt uns wieder vor, wir müssen für das Geschlecht ajustieren, kontrollieren oder geschichtet nach dem Geschlecht analysieren. Jetzt können wir die Situation noch etwas komplexer gestalten. Wir wissen, dass es auf der Titanic 3 Klassen gab und dass die Zugänge zu den Rettungsbooten in der 3. Klasse schlechter waren. Es gab also einen Zusammenhang zwischen den Klassen und dem Ertrunkensein. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie die zwei Variablen Klassen und Geschlecht zueinander stehen. Es war ja wahrscheinlich nicht so, dass die Klassen das Geschlecht beeinflusst haben und auch nicht so, dass direkt das Geschlecht die Wahl der Klasse beeinflusst hat. Also nicht so, sondern wir zeichnen das so ein, dass die Pfeile in beide Richtungen gehen. Das bedeutet jetzt in diesem Kontext, dass es eine dritte Variable gibt. Wir nehmen jetzt mal an, dass das der sozioökonomische Status ist, der einerseits die Wahl der Klasse beeinflusst hat und einen Zusammenhang hatte mit dem Geschlecht. Auch dieser Zusammenhang wird wahrscheinlich wieder durch eine dritte Variable beeinflusst. In Wahrheit war es natürlich viel komplexer, aber wir nehmen jetzt mal an, dass dieser Tag stimmt. Interessieren wir uns immer noch für den Einfluss der Haarlänge auf das Ertrinken, müssen wir nicht für die Klassen korrigieren, sondern nur für das Geschlecht. Wir können sagen, wir ajustieren für das Geschlecht, so, und sehen, dass der Bias weg ist, das Confounding ist weg. Interessieren wir uns aber für den Einfluss des Geschlechtes auf das Ertrinken, können wir das Geschlecht als Exposure anwählen, die Haarlänge wegmachen als Exposure. Und jetzt sehen wir, dass wir für die Klassen ajustieren müssen. Also wenn wir die Klassen auswählen, für die Klassen ajustieren, sehen wir, dass der Bias verschwindet. Wenn wir hingegen die Klassen nicht beobachten, also nicht für sie ajustieren können, dann sehen wir, dass der Zusammenhang zwischen Geschlecht und Ertrinken nicht korrekt geschätzt werden kann. Wenn wir jetzt eine zusätzliche Variable Rettungsboote haben und die Klassen den Zugang zu den Rettungsbooten erleichtert hat und das Geschlecht den Zugang zu den Rettungsbooten beeinflusst hat, und natürlich die Rettungsboote einen Einfluss auf das Ertrinken hatten, dann haben wir eine ganz andere Situation. Wir nehmen jetzt mal an, dass wir die Klassen beobachtet haben. Und wenn uns jetzt der totale Effekt Einfluss des Geschlechtes auf das Ertrinken interessiert, dann müssen wir für Klassen kontrollieren und dürfen nicht für die Rettungsboote ajustieren oder kontrollieren. Weil sonst werden uns die Rettungsboote einen Teil des Effektes des Geschlechts erklären und quasi diesen Zusammenhang reduzieren. Was ja logisch ist, wenn es eben Frauen die Rettungsboote waren, die das Leben gerettet haben, wird da praktisch kein Zusammenhang mehr bestehen. Wenn uns der totale Effekt interessiert, dürfen wir da nicht korrigieren. Wenn uns jedoch der direkte Effekt des Geschlechtes interessiert, dann müssen wir für die Rettungsboote ajustieren. Sonst ist eben der Zusammenhang wieder gebiased und wir müssen für die Klassen natürlich noch ajustieren. Und jetzt sehen wir, wenn wir für diese beiden Variablen korrigieren, dann können wir den direkten Effekt vom Geschlecht auf das Ertrinken analysieren. Wenn wir denken, dass es keinen direkten Zusammenhang zwischen den Klassen und dem Ertrinken gibt, sondern dass dieser Weg nur über die Rettungsboote fügt, müssen wir für die Rettungsboote ajustieren. Dann verschwindet der Bias. Oder wir können schauen, was passiert, wenn wir für die Klassen ajustieren. Und auch da sehen wir, dass das Confounding verschwindet. Wenn wir jedoch den totalen Effekt vom Geschlecht auf das Ertrinken analysieren wollen, da sehen wir, dass wir für die Klassen korrigieren dürfen. Jetzt schauen wir, was passiert, wenn wir auch für die Rettungsboote ajustieren. Sehen wir eben, dass wir den totalen Effekt nicht schätzen können, wenn wir für die Rettungsboote ajustieren oder die Variable Rettungsboote mit ins Modell nehmen, da eben dann einen Teil des totalen Effektes durch die Rettungsboote erklärt wird. Schauen wir uns aus dem Catalogue of Bias ein Collider-Bias-Beispiel an. Wir haben hier ein Beispiel, wo wir die Variable Obesität als Exposure haben, die Variable Mortalität als Outcome
Und dann haben wir ungemessene Faktoren, von denen wir wissen, dass sie die Mortalität erhöhen und von denen wir wissen, dass sie einen Einfluss auf kardiovaskuläre Erkrankungen haben. Wir wissen auch, dass Obesität einen Einfluss auf kardiovaskuläre Erkrankungen hat und wir möchten eben jetzt wissen, wie ist der Einfluss von Obesität auf die Mortalität. Wenn wir jetzt in eine Studie nur Patienten einschließen, die kardiovaskuläre Erkrankungen haben oder wenn wir in einem Modell für kardiovaskuläre Erkrankungen kontrollieren, ajustieren. Wir können das hier mal anzeigen. Wir adjusten für kardiovaskuläre Erkrankungen. Und wir sehen jetzt hier wieder, dass wir wieder diesen Bias-Pfad haben über Obesität, kardiovaskuläre Erkrankungen, ungemessene Faktoren zur Mortalität. Und dieser Bias verfälscht den Zusammenhang von Obesität und Mortalität. Kardiovaskuläre Erkrankungen ist hier eine Collider-Variable, weil einerseits die Exposure-Variable einen kausalen Einfluss auf die kardiovaskuläre Erkrankung hat, andererseits die ungemessenen Faktoren, die zur Mortalität führen, auch zu kardiovaskulären Erkrankungen führen. Und wenn wir für diesen Collider adjusten, dann verfälschen wir den Zusammenhang zwischen Obesität und Mortalität. Das heißt, wir dürfen hier nicht adjusten. Wir können ja noch schauen, was Daggett dazu sagt. Wenn wir nicht adjusten, sagt Daggett für den direkten Effekt von Obesität auf die Mortalität, kein Adjustment ist notwendig. Wenn wir für kardiovaskuläre Erkrankungen korrigieren, sagt es, dass der direkte Effekt nicht geschätzt werden kann. Wenn wir den totalen Effekt von Obesität auf Mortalität analysieren wollen, ist es genau gleich. Wenn wir ajustieren, kann der Effekt nicht korrekt geschätzt werden. Wenn wir nicht für kardiovaskuläre Erkrankungen ajustieren, sagt es uns, dass es nicht nötig ist zu ajustieren. Also wenn dieser DAG stimmt, dann müssen wir für keine weiteren Variablen korrigieren.